Liebe Avatarinnen, Avatare, liebe Mitmenschen, ich nehme das jetzt hier heute mal auf an meinem Geburtstag. Gestern war Heiligabend und es ist meine Neujahrsrede. Wünsche ich. Also mich ja mit dem Thema Wünsche, Heiligabend, Geburtstag, war ich konfrontiert. Dann gibt es auch wieder das mit den guten Vorsätzen für das nächste Jahr. Da gibt es zwei oder drei für mich. Über den einen Themenbereich, ja, da spricht man nicht so. Über den anderen, das könnte einen falschen Eindruck erwecken. Und bei dem dritten, naja, und das war es halt bei mir im Wesentlichen. Aber darum geht es nicht. Es geht um meine Wünsche für das nächste Jahr. Und da gäbe es dann einiges, wo ich auch euch bitten würde und mir von euch das wünschen würde. Dazu möchte ich noch sagen, dies ist, naja, also das symbolisiert, ne, die Welt, die Erdkugel, ja, und was manchen nicht mehr so ganz klar ist, es gibt, also das ist jetzt alles als Symbol zu verstehen, ne? Also es gibt da ganz verschiedene Lebensformen, die sehen unterschiedlich aus, ne, und können sich gegenseitig ergänzen, ne, und weil die haben unterschiedliche Fähigkeiten, nicht nur ein unterschiedliches Aussehen, ne, manchmal geht es den einen besser und dann durch den anderen schlechter, ne, und dann können die sich aber durchaus auch in die Hand reichen. Ja? Leider gibt es dann auch Menschen, die sind dann ein klein wenig kopflos sind es oder sind es geworden und da kreist dann alles nur noch, ne, um einen sehr, sehr engen Radius, ne? Kann man es erkennen, ne? Und ja, wir sind hier absolut, ne? Leider Gottes auch, ne? Also gibt's leider, ne? Ja. Bräuchten wir eigentlich nicht, wichtiger wäre, ihr wisst schon, ne? Ich brauche da hoffentlich nicht mehr allzu viel zu sagen, ne? Ihr wisst, worauf ich anspiele, es ist ein Trauerspiel. Stichwort Flüchtlinge und ähnliches. Ich hoffe, dass das Jahr 2015 dann besser wird mit den Veranstaltungen, als 2014 geendet hat. So. Jetzt kommen wir zu meinen Wünschen an euch. Keinen. Nein, nicht das Übliche. Ihr dürft gerne spenden, ihr sollt spenden. Geld, Sachen, Nahrungsmittel. Tut das. Das ist gut, das ist wichtig. Aber vorhin hatte ich eine Diskussion, da sagte jemand, ach, würde noch nur im realen Leben so viel geteilt wie auf Facebook. Ich denke, es wird nicht oft geteilt. Meistens wird gar nichts gemacht. Nur gelesen. Es gibt auch mal ein Like. Ein Like tut gut. Oder mein Google Plus, ein Plus, tut gut. Bei Twitter ein Pfaff, eine Favorisierung. Das ist ein moralisches Schulterklopfen. Das kann einen bestärken.
Aber die Information bleibt zwischen den beiden Menschen. Und jeder hat auf Pinterest, auf YouTube, in seinem Kanal, bei Senior Book, ja, Senior Book, ne? Oder eben bei Twitter gibt es die Möglichkeit des Retweets, RT. Bei Facebook können wir teilen und bei Google Plus auch. Theoretisch ist es möglich, in Minuten oder in wenigen Stunden eine Information, einen Veranstaltungshinweis, eine ganz konkrete Information aus dem Sozialrecht oder ähnliches. Es ist möglich, dass an Tausende, an Zehntausende, ich übertreibe nicht, wenn vielleicht 10% teilen würden, an Hunderttausende Menschen weiterzureichen. Das macht keine Bild-Zeitung für uns, das macht auch keine andere Zeitung für uns. Da kann man auch keine Telefonkette bilden. Und auch privat per E-Mail kann man da nichts versenden. Aber ihr habt es in der Hand. Ne? Ihr habt es in der Hand, gegen soziale Kälte, Informationen, Veranstaltungshinweise, die Adresse von Beratungsstellen, wichtige Argumente gegen Stammtischparolen und gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Rassismus, gegen kurzsichtiges Denken. Ihr habt es in der Hand, das weiter zu verbreiten. Wir sind die Gegenöffentlichkeit. Und wir müssen klicken. Und wir müssen es teilen, retweeten. Bitte macht das. Bitte denkt daran. Bitte. Das wäre eine prima Sache. Entschuldigung. Das wäre eine prima Sache. Und ich meine, es kostet nichts. Es kostet nur ein paar Sekunden Zeit. Wir haben eine verdammt schöne Welt, eine verdammt bunte Welt, die in verschiedenen Farben leuchten kann und auch leuchtet, die verschiedene Farben annehmen kann. Und das ist einfach eine gute Sache. Und wenn ihr also mal irgendwo jemand seht mit einem Megafon, dann denkt dran, ihr könnt auch Botschaften verbreiten. Ihr könnt es tun. Und wenn ihr einen Science-Fiction-Film seht oder einen Comic lest, erinnert euch mal daran, ihr könnt es. Und ihr macht es vielleicht auch. Und das wäre eine ganz prima Sache. Habe ich schon erwähnt, meine berufliche Situation ist etwas eigenartig seit einiger Zeit. Auch da könnte ich persönlich mir etwas wünschen. Oder ich könnte anderen Menschen etwas wünschen. Aber ich habe mit der Koalition von verschiedenen Stellen und Menschen, die mich unterstützen, haben wir verabredet, dass ich vorläufig den Ball flach halte und abwarte. Sollte es was Wichtiges geben, halte ich euch auf dem Laufenden. Und jetzt, liebe Avatarinnen und Avatare, bedanke ich mich mal wieder für eure Geduld, für euer Zuhören und ich wünsche euch alles Gute in allen Welten. See you.